Ja, Leute, ihr habt es gesehen, es wurde gemessen, gelaufen, geschwitzt. Wir haben die Schuhe hoch und runter gemessen und jetzt wollen wir euch einfach ein bisschen die Ergebnisse zeigen. Heute mal wieder hier an der digitalen Tafel mit iPad. Wir entwickeln uns immer weiter, das ist ja der Wahnsinn. Steigen wir mal ein. Also Schuhtest 2021 und wir haben das Ganze im Labor gemessen. Das war jetzt schon die erste Frage, nämlich ich habe jetzt überall, wo das quasi kursiv geschrieben ist, habe ich eure Fragen von Instagram mal aufgegriffen. Das heißt, jemand hat gefragt, okay, wie sind denn die Werte eigentlich im Vergleich zu zum Beispiel Asphalt oder Waldwegen und so weiter. Und es gibt verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man ein entsprechendes Laufband hat, also jetzt nicht so eine Fitnessstudio-Wippe oder ein sehr weiches Laufband, sind die Werte sehr miteinander vergleichbar. Wir wissen auch, dass wenn wir hier im Labor 10 Kilometer oder Marathon-Pace messen oder dann eben auch vorschlagen natürlich als Pacing, stimmen die Werte mit außen sehr, sehr gut oder draußen sehr, sehr gut überein, wenn es eine flache, asphaltierte oder ebene Strecke ist, die jetzt nicht zu matschig ist etc. pp. Das heißt, die Werte, die wir hier sehen, können wir auch nach draußen übertragen. Was haben wir gemessen? Und das war natürlich auch eine der Hauptfragen, welche Schuhe wurden überhaupt gemessen? Also wir haben 5 bzw. eigentlich 4 Carbon-Schuhe gemessen. Wir hatten, deswegen sind es 5, immer eine Baseline, der Nike React Infinity Run FK2. Also die Namen waren auch echt, das war das Schwierigste eigentlich hier mit dem ganzen Test, die Schuhe, die genaue Bezeichnung nochmal rauszusuchen. Das ist ein normaler Trainingsschuh von Nike und den haben wir quasi immer, wir haben ja an mehreren Tagen gemessen, immer wieder als Baseline genommen. Das ist die Referenz. Das müssen wir natürlich grundsätzlich beachten, weil das ein relativ moderner Schuh ist. Das ist jetzt ein bisschen anders als damals noch, als der Nike 4%, der erste Vaporfly analysiert, gemessen worden ist, worüber es die Studienlage, die 4% eben gab. Da wurde ja zum Streak 6, glaube ich, also zu einem Race-Shoe damals, zu einem ganz flachen, zu einer ganz flachen Flunder quasi gemessen oder verglichen. Und das war jetzt hier anders. Also das einfach mal so als kleiner methodischer Hinweis. Dann haben wir, ja, den Schuh haben wir schon mal hier im Labor gemessen, den Nike Air Zoom Alpha Fly Next Percent gemessen. Also der Schuh irgendwie mit 3 Carbonplatten, die irgendwie mit so Air-Kissen dann auch noch irgendwie unterstützt werden. Ihr kennt den Schuh, ich brauche da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu eingehen. Wer den Vergleich von diesem Schuh zum Next Percent, also zum Vaporfly Next Percent nochmal sehen will, der kann das natürlich auch gerne sich nochmal anschauen. Dazu haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Das haben wir jetzt hier nicht nochmal inkludiert. Also den Next Percent, den Vaporfly Next Percent haben wir nicht im Test gehabt. Dann den Goldmedaillenschuh von Christian Blumenfeld, Asics Metaspeed Sky. Adidas Adios Pro 2.0, also auch schon den 2.0er, nicht das alte Modell, sondern das neuere. Und den On Cloud Boom Echo. Genau, ich glaube, der ging auch vor ein paar Monaten echt durch die Presse. Da wurde sehr viel Marketing betrieben und eigentlich alles bekannte Schuhe. Das Video wird ja unterstützt von Keller Sports, das heißt, es sind die Marken, die man auch bei Keller Sports erwerben kann. Das bietet uns die Möglichkeit, komplett unabhängig hier quasi alles zu testen, weil es im Grunde ja, wir sind nicht markenabhängig oder so. Ja? Das ist ganz schön an der Sache. Wir haben aber keine anderen Schuhe mehr getestet, hatte folgenden Grund, ein paar konnten einfach nicht geliefert werden, das war ein bisschen schade, aber so ist das eben gerade in so einer Pandemiezeit, das kennt ihr ja aus dem Fahrradmarkt und so weiter, da kriegt man gerade auch keine Ersatzteile oder nur sehr, sehr schwer, das ging leider nicht. Und ja, wir wissen aber schon auch aus der Praxis, aus unserer täglichen Diagnostikpraxis, dass diese Hersteller hier auch die schnellsten Schuhe sind, beziehungsweise ein paar von denen im Vergleich zu anderen Firmen. Und also wenn jetzt hier irgendwelche fehlen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass die nicht wirklich, konkurrenzfähig ist immer ein schwieriges Wort, aber selbst auf einer individuellen Ebene eigentlich immer langsamer waren von dem, was wir bisher hier gesehen haben. Das mal so als Orientierung. Und wir hatten 3 ProbandInnen, eine Dame und 2 Jungs. Unser Freddy ist gelaufen, den kennt ihr ja. Dann der ATP-Kompressor und die Lea aus Köln. Genau, das muss man also auch noch ein bisschen vorweg schicken, quasi auch ein bisschen als Limitation, weil wir natürlich jetzt keine Korrelation messen konnten oder berechnen konnten. Wir haben gleich nur deskriptive Statistik in dem Sinne. Also beschreibende Mittelwertsorientierung und so weiter. Okay, was haben wir gemacht? Der Ablauf war, wir haben immer die Baseline gemessen.
und danach die Schuhe mit einem Abstand von 30 Minuten. Und da können wir halt sagen, und das haben wir auch immer wieder abgefragt, es gab keine wirkliche Ermüdung. Also wir müssen jetzt hier keine Ermüdungseffekte irgendwie erwarten. Das ist ja auch immer eine Frage, die von euch kommt. Ne? Kann man das überhaupt methodisch so machen? Ja, kann man. Und wir haben die Schuhe auch randomisiert getestet. Also jeder hat einmal mit dem Schuh begonnen und ein anderer mit einem anderen Schuh. Wir haben die Reihenfolge also durchgemixt, randomisiert, dass jeder Schuh quasi jede Position mal hatte, mehr oder weniger. Ne? Dass man jetzt nicht sagen konnte, ja klar, der Schuh, der immer am Anfang getestet worden ist, war der beste Schuh. Ich denke, das ist aber auch logisch, dass wir uns die Gedanken auch machen. Dann war jeder Test, war eine Viertelstunde lang, immer 5 Minuten Dauerlauftempo, dann 5 Minuten Marathon-Pace, das waren wir auch immer ein bisschen zurückhaltend, und 5 Minuten 10 Kilometer-Pace, die haben wir auch immer ein bisschen, ja, wie gesagt, konservativer angenommen, weil gerade so im Schwellenbereich und oberhalb der Schwelle, wo es ja ungefähr die 10 Kilometer-Pace liegt, ist die Messung der Laufökonomie ja eigentlich nicht mehr wirklich valide oder stabil, deswegen sind wir ein bisschen drunter geblieben. Ja, genau. Also immer nur eine Viertelstunde, somit konnte dann, also ich meine auch noch unterschwellig war das Ganze, konnten wir halt die Ermüdung ausschließen. Natürlich, was wir jetzt nicht haben, das wollen wir aber demnächst noch machen, das wird der Freddy machen. Wir haben jetzt keine Ermüdungsfaktoren hier drin, also ist ja niemand ein Marathon da drin gelaufen und haben uns dann über den ganzen Marathon das Ganze angeschaut. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen, aber das kann man ja keinem antun. Ja, Baseline-Test habe ich eben schon gesagt, das haben wir mit dem Nike React immer gemacht. Und die Messverfahren waren, wir haben uns den Sauerstoffverbrauch spirometrisch angeschaut, ne, das kennt ihr ja schon, habt ihr dann auch im Video gesehen mit der Maske. Und wir messen den Sauerstoffverbrauch, wir haben natürlich immer die Spiro auch immer wieder kalibriert. Und wir konnten auch schon, das zeige ich dann auch gleich oder erwähne ich dann gleich auch nochmal, die Reliabilität, also die Wiederholbarkeit, konnten wir auch irgendwie darstellen, weil die Baseline immer vergleichbar war. Mit minimalsten Abweichungen, die aber innerhalb der Fehlertoleranz der ganzen Messung liegen. Und dann haben wir mit dem RunScribe biomechanische Daten ausgewertet. Die zeige ich auch gleich noch. Die Ergebnisse. Also erstmal ganz objektiv, und hier habe ich Herstellerangaben genommen, ist das Gewicht jeweils und dann noch die Sprengung. Das habe ich als circa, weil wir haben es auch nochmal nachgemessen. Das Problem war aber, dass die Schuhe teilweise unterschiedlich ausfallen und deswegen wir zum Beispiel bei Freddy einmal 42 und einmal 43, ein Drittel, glaube ich, ist die Größe, nehmen mussten. Das macht das Ganze nicht einfacher, deswegen habe ich hier circa Angaben. Es kommt ja auch nicht darauf an, ob der Schuh 221 Gramm wiegt oder so, aber es geht ja darum, dass man eine Tendenz hat. Und so war es ganz klar, dass der Trainingsschuh, der Nike React 2, der schwerste Schuh ist und die Carbon-Schuhe mehr oder weniger auf einem Niveau sind. Also ziemlich leicht, würde ich schon sagen, nicht ganz so leicht wie früher die Wettkampfschuhe, aber durchaus leicht, mit vielleicht so zwei Ausreißern mit dem Asics und dem Nike, wobei das auch mal von den Größen, wie gesagt, abhängt, und die Sprengung. Und das fand ich jetzt schon mal ganz interessant, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Also Nike und Metaspeed, also der Alpha Fly und der Metaspeed, die sind eher flach. Und der Adidas und der On Boom, von On, der Boom Cloud Echo, die sind eher ein bisschen stärker gesprengt. Also da reden wir von 8 bis 8,5 mm. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt aufgrund der Stichprobengröße davon ausgehen, nicht davon ausgehen, dass sowohl das Gewicht als auch die Sprengung einen Einfluss haben. Wir sehen das gleich, dass vielleicht die Sprengung einen minimalen Erklärungsansatz geben würde, aber das ist auf jeden Fall so, dass wir das hier eigentlich nicht berechnen können, weil die Stichprobe einfach zu klein ist mit 3 Probanden. Ne? Also das wäre statistisch nicht sauber. Es könnte aber für die Zukunft, vielleicht für größere Studien an Universitäten, ein Richtungszeig sein, dass man sich das überlegt. Und der Alphafly und auch vor allem der Metaspeed, die sind ja ein bisschen flacher geworden im Vergleich zu den Vorgängern. Das könnte schon mal ein Fingerzeig dahin sein, dass es vielleicht gar nicht so uninteressant ist, über die Sprengung nachzudenken. Ich möchte das jetzt aber nicht zu sehr diskutieren hier. Wie gesagt, wir können da keine verlässliche Aussage darüber geben. Und was ich, bevor ich gleich die Ergebnisse der Spiro zeige, ganz klar nochmal sagen möchte. Es gibt hier in dem Test keinen wirklichen Sieger oder Verlierer, aber es gibt schon durchaus individuelle Unterschiede. Und ja, das ist mir einfach wichtig, dass das jetzt nicht so ist, ja, der ist besser und der ist schlechter. Am Ende müsst ihr es testen. Es gibt Tendenzen, auf jeden Fall, aber da müssen wir ein bisschen defensiv mit umgehen, weil bei 3 ProbandInnen ist das ein bisschen schwierig ja, auszudrücken. Kommen wir aber zu den Ergebnissen der Spiro. Und das ist quasi immer der Sauerstoffverbrauch im Vergleich zur Baseline, also immer zum Nike React. Und das ist immer Pace 1, 2, 3, also nochmal lockerer Dauerlauf, Marathon-Pace, ungefähr 10 Kilometer-Pace. Und
Also, mit zum Beispiel beim lockeren Dauerlauf im Mittel bei den drei Probandinnen verbraucht man 93% oder 93,2% des Sauerstoffs im Vergleich zum Nike React 2. Andersrum könnte man auch sagen, es sind 6,8% weniger, könnte man auch so ausdrücken. Ja, was wir hier sehen, ist im Mittel auf Basis dieser Daten spart der Alphafly, sparen die drei Probanden im Mittel mit dem Alphafly am meisten Sauerstoff ein. Individuell, und wir gucken uns gleich das Beispiel von Freddy an, war das aber auch so zum Beispiel, und das sieht man ja, weil sie sehr eng also zusammenliegen, der Essex und der Alphafly. Also hier sind es ja nur 0,6% oder hier nur 0,4%. Und da muss ich auch sagen, naja, das liegt schon innerhalb der Fehlertoleranz oder Messtoleranz. War es so, dass der Essex teilweise sogar noch einen Ticken besser war als der Alphafly. Also ganz interessant, und da können wir vielleicht schon mal einen ersten Fingerzeig geben, dass das nicht ohne Grund ist, dass der Christian Blumenfeld den in Tokio gelaufen ist. Der Schuh ist echt interessant und macht vielleicht dann auch Sinn. Diskutieren wir aber am Ende. Adidas, das war halt wie gesagt der Pro 2. Das war jetzt noch nicht der ganz neue oder das Top-Top-Top-Top-Modell. Oder ist auch immer die Frage, die machen es ja von der Strecke abhängig. Der Prime X, den haben wir leider nicht bekommen, aber das ist so die Tendenz. Und beim On war es so, dass der teilweise im Vergleich, gerade bei schnelleren Geschwindigkeiten, mehr Sauerstoff verbraucht hat als ja, der Nike React 2. Und das war echt erstaunlich, obwohl er eine Carbonplatte hat. Und da muss man halt schon sagen, das war schon relativ auffällig. Wir gucken uns gleich das aber bei Freddy auf, der war es an, da war es halt sehr, sehr auffällig. Die Frage ist halt, ab welcher Geschwindigkeit ist so ein Schuh von Vorteil? Im Endeffekt ist es so, in einem lockeren Dauerlauf-Pace und in der Marathon-Pace sind die Schuhe eigentlich am sinnigsten. Ihr seht ja, die Prozente werden zur Baseline eher geringer, zu diesem Schuh. Also wenn man vielleicht einen anderen Schuh nimmt von einer anderen Firma, kann sich das anders darstellen. Das muss man immer ein bisschen differenzieren. Aber ganz grundsätzlich zeigt sich, dass man umso langsamer man läuft, desto eher wirkt der Schuh. Es gibt jetzt aber nicht, naja, wenn du 50 Minuten über 10 Kilometer oder 40 Minuten über 10 Kilometer läufst, hast du am besten die Effekte. Das würde ich mich jetzt nicht trauen, davon abzuleiten. Das wäre, glaube ich, auch nicht zulässig. Aber am Ende des Tages ist das erstmal so eine Kernaussage. Das haben wir auch schon häufiger gesehen, dass umso schneller man läuft, desto niedriger wird der Effekt. Und die Schuhe sind ja auch eigentlich so aus der Geschichte für den Marathon entwickelt worden, wo die Laufökonomie ja auch den größten Wert hat, also viel größer als bei 10 Kilometer zum Beispiel. Und dementsprechend könnte das ja auch Sinn machen. Die Reliabilität, also die Wiederholbarkeit der Messung, das habe ich eben schon mal erwähnt, konnten wir auf jeden Fall nachweisen, weil die Baseline-Messungen waren eigentlich immer sehr, sehr exakt. Also mit 0,1 oder 0,2% Abweichung von den Tagen. Also es ist auch schön, dass die Laufökonomie, das war für uns auch intern noch eigentlich nochmal ganz spannend, super stabil ist von der Messung an sich, dass die sich nicht so sehr ja, von Tag zu Tag verändert. Aber erst hier erstmal ganz spannend. Alphafly liegt hier noch leicht vor dem Essex. Und der On, also wenn man es jetzt mal einfach anschaut, da haben wir ja schon echt Unterschiede von 8% ungefähr. Das ist schon relativ deutlich, also zwischen den Schuhen. Dann haben wir hier dann nochmal die Differenz zum Alphafly. Und da sehen wir, dass ja, der Essex, umso schneller es wird, desto geringer wird der Abstand. Könnten wir vielleicht dann auch mal einen kleinen Querverweis zum Christian Blumenfeld über 10 Kilometer, also auf der olympischen Distanz geben. Vielleicht funktioniert dieser Essex-Schuh halt da sehr, sehr gut. Warum auch immer das so ist, das kann ich auch heute nicht abschließend leider beantworten. Der Essex wird auch eher besser, umso schneller es wird. Der On theoretisch auch, aber er hat da schon einen relativ großen Abstand, zum Beispiel auch zum Essex, aber eben auch zum Alphafly und der Nike React. Und das ist eigentlich ganz spannend halt. Der Nike React ist, der Zweier ist bei einer gegebenen Geschwindigkeit in dieser Stichprobe, die ungefähr bei 10 Kilometer liegt, sogar besser als der On. Also besser, schlecht ist immer relativ, aber man verbraucht eben weniger Sauerstoff. Und das ist eigentlich ganz interessant. Genau. Aber wir hatten eine hohe Individualität innerhalb der Stichprobe, und da möchte ich mal das Beispiel von Freddy aufzeigen. Wir haben hier die Schuhe, also den Essex, den Alphafly und den Cloudboom. Und bei ihm lagen halt Metaspeed und Alphafly sehr eng zusammen. Bei Marathon-Pace sind es 0,2% und bei der 10-Kilometer-Zeit kehrt sich das Ganze dann um. Da sind es 0,6%, die man mehr mit dem
Alphafly einspart an Sauerstoff. Echt interessant, dass sich das bei ihm auch nochmal in die Geschwindigkeiten so zeigt. Er hat jetzt beide Schuhe auch schon etwas öfter getestet, auch im Feld. Und er sagt halt, dass der Alphafly für ihn noch ein bisschen mehr Dämpfung gibt. Der ist auch ein bisschen mehr Schuh, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und deshalb wird er den in Berlin laufen. Aber auf kürzeren Strecken und vielleicht, wenn es ein bisschen kurviger wird, darauf komme ich dann gleich, könnte man sich echt überlegen, auch den Essex mal anzuziehen und auszuprobieren. Vielleicht auch im Triathlon wäre auch interessant. Und bei ihm war zum Beispiel halt so, dass der Cloud Boom 4% mehr Sauerstoff verbraucht als die Baseline. Also wir haben so intern schon ein bisschen den Spruch gehabt, es gab ja früher den 4%, den Vaporfly, den ersten Nike-Schuh. Hier sind es eher minus 4%. Ja, ist eigentlich ganz interessant, aber sehr individuell. Und ihr seht ja, das sind ja relativ große Abweichungen. Insgesamt hatten wir kleinere Abweichungen. Das heißt, bei den anderen Probanden hat der Schuh etwas besser funktioniert, hat auch Sauerstoff eingespart. Aber man muss sich das halt immer individuell anschauen. Beim Dominik, beim ATP-Kompressor, war zum Beispiel der Alphafly mit Abstand am besten. Und bei der Lea, bei der Dame, war der Essex gerade bei der Marathon-Pace auch sehr, sehr gut. Aber wir haben ja eben die Mittelwerte gesehen. Nochmal ganz kurz. Insgesamt war der Alphafly schon, oder hier war das, im Mittel sozusagen so, dass man damit am meisten Sauerstoff eingespart hat. Mit dem Essex ungefähr vergleichbar. Genau, dann Biomechanik, das haben wir uns ja mit den Gadgets angeschaut, mit diesen Fußpods. Und da haben wir uns die Schrittfrequenz, die Schrittlänge angeschaut, die Bodenreaktionskräfte angeschaut und die prozentuale Flugphase, also wie lange ist die Flugphase im Verhältnis des ganzen Schrittes, also des ganzen Zykluses. Hier habe ich dann auch nochmal die einzelnen Kräfte aufgezeigt. Was ist mit dem Impact gemeint? Mit dem Impact ist quasi die vertikale Kraft, die auf den Schuh oder auf den Fuß, auf den Unterschenkel treffen. Und hier quasi Braking Gs, also die Bremskräfte, ist quasi das, was horizontal nach hinten wirkt. Das so als Erklärung. Und ganz interessant war eigentlich, dass wir zwischen den Schuhen gar nichts feststellen konnten, großartig. Was wir aber feststellen konnten, war, die Bodenreaktionskräfte nehmen mit jeder Stufe zu. Klar, umso höher die Geschwindigkeit ist, desto höher sind auch die Kräfte. Und zwar beide Kräfte. Die Bodenkontaktzeit nimmt ab bei höherem sportlichen Niveau. Also Freddy hatte, der war der stärkste Läufer aus der Stichprobe, hatte deutlich geringere Bodenkontaktzeiten als die anderen beiden. Und wir konnten das auch dann den beiden weiterführen. Und eher Zunahme der Schockparameter, also der vertikalen und horizontalen Kräfte, je Stufe. Das ist das, was wir feststellen konnten. Wir haben individuell auch leichte Muster erkannt zwischen den Schuhen, die haben aber nicht die Laufökonomiewerte erklären können. Also ich kann euch jetzt heute nicht sagen, ja, mit dem zum Beispiel Alphafly sind die Bodenkontaktzeiten auf jeden Fall im Mittel geringer. Kann ich nicht sagen, was da genau passiert. Insgesamt, was wir so ein bisschen, das habe ich aber nicht aufgeschrieben, ein bisschen gesehen haben, war sogar, dass die Kräfte ein bisschen höher sind, die mit den Carbon-Schuhen erzielt werden. Aber das war auch sehr individuell. Also am Ende des Tages konnten wir biomechanisch jetzt nicht feststellen, woran es liegt. Das kann man natürlich kritisieren oder kann man natürlich in Frage stellen, ja, ist das Gadget oder ist die Messmethodik fein genug, um die Veränderungen in der Laufökonomie zu erklären? Oder verändern sich einfach nochmal andere Parameter, die wir gar nicht gemessen haben? Könnte ja auch einfach sein. Der Schuh macht einfach etwas, was wir gar nicht so erkennen können mit den Gadgets. Genau. Aber es war ganz interessant, dass sich da jetzt gar nicht so viel verändert, weil die ProbandInnen haben schon berichtet, naja, es ist schon ein anderes Laufen und es hat sich schon deutlich anders angefühlt, aber wir konnten das jetzt gar nicht so zeigen und es sind nicht so einfache Parameter wie jetzt Schrittfrequenz und Schrittlänge zum Beispiel. Feedback war von den ProbandInnen, im Alphafly muss man laufen lernen. Den Schuh muss man wirklich machen lassen. Klingt ein bisschen blöd oder zu einfach, aber es ist tatsächlich so. Man darf da gar nicht zu aktiv drin sein, weil der Schuh arbeitet schon extrem viel. Also aktiv klingt ein bisschen, man muss schon was machen und man soll jetzt auch nicht seine Lauftechnik vernachlässigen. Aber man kann schon viel mit Körpervorneigung machen und einfach die Bodenkontaktzeit relativ gering halten. Die Kräfte, die dann wirken und mit der Carbonplatte, das funktioniert schon echt gut. Auf winkligen Strecken eher nicht, das hat Freddy jetzt auch schon öfters nochmal gezeigt und das haben wir auch schon mal gesagt, man fühlt sich ein bisschen instabiler da drin, weil der schon relativ hoch ist. Der Essex ist grundsätzlich bequem und flach,
Der hat auch gerade im Mittelfußbereich ein bisschen mehr Auflagefläche im Schuh als der Alphafly, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das haben wir uns auch ein bisschen genauer angeschaut. Er ist auch eher agil und den kann die Probandin sich auch eher in der Kurve vorstellen. Bei Freddy war es zum Beispiel aber auch so, dass der Knöchel, das Fußgelenk so ein bisschen daran gerieben hat. So, und das deswegen, es führt kein Weg daran vorbei, sich die Schuhe auch mal wieder anzuziehen und auch mal darin zu laufen, ob sie auch vernünftig passen, sage ich mal. Und beim Essex, das ist auch noch eine wichtige Info, der fällt eher ein bisschen kleiner aus. Also den sollte man eher eine halbe Nummer größer bestellen. Das vielleicht auch mal als Tipp für euch. Beim Adidas ist es ähnlich. Alle anderen Schuhe sind eigentlich das, was wir auch sonst getragen haben oder sonst tragen in den Schuhen. Bei On ist es ist sehr direkt und eher hart. Klar, ja, also der hat auch gar nicht so viel Dämpfung. Es sind halt diese, ja, ich weiß nicht, diese Cloud, ne, Chris, Cloud-Systeme, diese Dämpfungs-, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber ich nenne mal sie mal Clouds. Wolken. Die Wolken, die Gummiwolken, ja, die, und die sind einmal quasi unterhalb und einmal oberhalb von der Carbonplatte befestigt. Aber es ist nicht viel Schaumstoff, also nicht viel Foam vorhanden in den ganzen Schuhen. Das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein. Das heißt, wenn jemand von On zuschaut, versucht ein bisschen mehr mit Foam zu arbeiten, weil die anderen Hersteller haben deutlich mehr Foam drin. Und vielleicht das in Kombination mit den Clouds, das könnte vielleicht funktionieren. Das war aber auffällig. Also wenn man sich die Schuhe an sich einfach mal oberflächlich anschaut, ist das ein zumindest visueller großer Unterschied. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, also wenn man also Luftdämpfung hat quasi in diesen Clouds oder halt richtigen Schaumstoff. Wäre jetzt meine Vermutung, aber ich bin jetzt auch kein Experte in Foam, in Schaumstoff. Adidas, ja, das war eine interessante Aussage, ist ein bisschen zwischen den Welten. Der ist schon relativ hart und direkt, ist aber auch relativ hoch aufgebaut. Also der hat schon relativ viel Foam auch. Ja, und da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen was ummodulieren und vielleicht ein bisschen was Weicheres vielleicht auch verwenden. Vielleicht könnte das nochmal ergeben, dass man da ein bisschen mehr rausholt. Weil der Essex und der Alphafly, der war der Foam insgesamt schon ein bisschen weicher. Auch so, wenn man es so ein bisschen reindrückt. Aber das ist sehr haptisch und sehr individuell oder subjektiv, so ein Empfinden. Deswegen haben wir das ansonsten nicht hier aufgeführt. Ja, also es gab schon deutliche Unterschiede. Und deswegen ist so ein bisschen mein Fazit. Erst einmal die Limitation. Mir ist hier nochmal wichtig, dass ihr es nicht herausgeht und sagt, ja, auf jeden Fall den Schuh auf gar keinen Fall. Sondern man muss das testen am Ende des Tages. Ihr müsst euch auch in den Schuhen wohlfühlen. Weil wenn ihr euch nicht wohlfühlt und dann halt zig Blasen drin lauft, dann habt ihr davon auch nichts. genau, wir können im Grunde dann aufgrund der Stichprobengröße auch nicht eine Statistik aufstellen, keine Korrelation rechnen. Wir können nur deskriptiv Prozente im Mittel angeben und uns mal das individuell anschauen. Also eine individuelle Empfehlung können wir für Freddy jetzt schon aussprechen, klar. Gerade auch mit den Tests Outdoor funktioniert das ganz, ganz gut. Ja, und bitte nochmal Auswahl der Schuhe selber treffen und anprobieren, scheint mir hier sehr, sehr wichtig. Ich halte es aber auch für die an den Herstellern oder vielleicht als Motivation, dann nochmal was ja, nachzubessern und vielleicht nochmal das System an sich zu überdenken. Es ist nicht nur Carbon, sondern es ist immer die Kombination aus Carbon und auch dem Schaumstoff. Ich denke, das wissen wir mittlerweile. Ja, Individualität und Passform. Wenn wir uns auch die Laufökonomie bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf individueller Ebene anschauen, könnte man auch bei der Lea zum Beispiel sagen, ja gut, lauf im mittleren Bereich, im Marathon auch vielleicht eher den Essex, wenn er dir gut passt und du dich wohlfühlst und du über die Länge auch merkst, okay, du ermüdest auch weniger als in einem anderen Schuh, wäre das auf jeden Fall etwas, was wir empfehlen würden. Sie hat auch zwei Paar bekommen und kann auch einen jetzt im Training testen, das ist ganz schön. Und immer in Abhängigkeit der Strecke. Das heißt, ich würde schon sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Alphafly individuell gut funktioniert, und man jetzt einen Straßenmarathon mit langen Geraden hat, dafür ist der Schuh ja auch entwickelt worden. Ist damals für Wien, für den Sub-2, für das Sub-2-Projekt entwickelt worden. Oder 159-Projekt von Ineos. Dann kann ich mir den Schuh sehr gut vorstellen. Ich kann mir den Schuh, und das haben wir damals auch schon mal gesagt, aber schwer auf so einem blauen ITU-Teppich vorstellen, wenn ich nicht weiß, was unter dem Teppich ist und ich links und rechts laufen muss. Da, und deswegen ist vielleicht beim Christian Blumefeld dann auch die Wahl darauf getroffen, könnte der Essex, der im Mittelfuß auf jeden Fall etwas breiter ist und ein bisschen mehr Auflagefläche dem Fuß bietet und damit mehr Stabilität unter Umständen, der richtigere, in Anführungszeichen, Schuh sein. Also immer genau überlegen, was ist eigentlich mein Ziel, wo will ich damit laufen und dann entsprechend auswählen. Genau, das wäre jetzt mal mein Fazit zu dem Ganzen.
Und ja, wie gesagt, vielleicht abschließend. Wir hätten gerne mehr Schuhe getestet. Es ging leider nicht. Es war ein bisschen den Umständen ja, geschuldet. Eine Firma war zu spät dran, die werde ich jetzt aber nicht erwähnen. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch wieder ein bisschen mehr Infos bieten konnten. Wenn euch das gefällt und wir das vielleicht ja, Anfang des kommenden Jahres, wenn vielleicht wieder neue Modelle sind, nochmal machen sollen, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Alle weiteren Fragen, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe, obwohl ich wirklich versucht habe, Fragen von Instagram zu beantworten, gerne hier unten in die Kommentare. Zwei Fragen fallen mir aber noch ein. Erstens, Haltbarkeit wird immer wieder gefragt. Das ist ein großes Thema. Klar, so ein Schuh kostet echt nicht wenig Geld. Ich glaube, so zwischen 250 und 300 Euro mittlerweile. Das ist gefühlt, früher waren das Laufräder beim Fahrrad. Ja, das ist davon abhängig, was ihr damit macht und wie ihr mit den Schuhen umgeht. Also wer jetzt ständig auf Schotter läuft, ich glaube, der wird nicht erwarten, dass die Sohle ewig hält. Aber wir haben jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass man die auch regelmäßig ruhig tragen kann, wenn man vielleicht sogar zwei Paar hat, langfristig. Also einen Wettkampfschuh, den man irgendwann zum Trainingsschuh macht und dann nochmal einen neuen Wettkampfschuh hat. Das würde ich auch empfehlen, einfach damit man sich an den Schuh besser gewöhnen kann im Training und nicht nur im Wettkampf damit läuft. Genau, das war die Haltbarkeit. Verletzungsanfälligkeit habe ich jetzt öfters gehört, das können wir, da haben wir genau das Gegenteilige mittlerweile irgendwie gesehen. Da sehen wir eigentlich weniger Verletzungen. Klar, ein bisschen, wir denken, gehen davon aus, Plantarsehne, Achillessehne, Wade wird mehr gefordert aufgrund der Steifigkeit. Tatsächlich sehen wir das aber nicht in Verletzungen von Athleten, sondern es ist eher so, dass Athleten berichten oder AthletInnen, dass ja, aufgrund des Foams, wie gesagt, nochmal die Kombination aus Carbon und Foam, dazu führt, dass es muskulär nicht so fordernd ist und dass man sich schneller regeneriert. Freddy macht sich immer Vorwürfe nach einem Wettkampf, dass er nicht so hart gelaufen ist, wie er eigentlich konnte. Und es waren eigentlich drei Fragen. Letzte Frage war noch, ob wir mal die Carbon-Einlegesohlen getestet haben. Die gibt es ja auch irgendwie für Laufschuhe. Haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube aber, dass das einfach aus der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, nicht so einfach ist, einfach nur irgendwo Carbon reinzulegen. Aber gut, nicht getestet, also wissen wir es nicht. Ist nur eine Vermutung. In diesem Sinne, jetzt aber ciao und bis zum nächsten Mal.